Tarnsegler, kleiner Räuber mit optischen Tarnverfahren, für das bloße Auge nahezu unsichtbar. Tarnsegler verfügen über ein ausgefeiltes optophysikalisches Tarnverfahren. Daher lassen sie sich nur mit Hilfe von X-Ray-Technik aufspüren. Unaufhörlich ziehen sie ihre Flugbahn und erlegen dabei größere Insekten sowie andere kleinere Beutetiere. Tarnsegler ziehen bei der Jagd kreisförmige Schneisen und nutzen dabei Ultraschallsignale zur Orientierung. Wie, die kann ich wirklich die ganze Zeit nicht sehen? Aber ich sehe die doch. Fake News. Wir labern hier Mist. Was? Hä? Was? Wo? Wer? Was? Warum? Hä? Also ich konnte ihn nicht anvisieren, aber ich kann sie angreifen. Das habe ich nie angeguckt? Ah, okay. Das scheinbar wohl auch nicht. Ach, und die haben nichts zum Scannen? Okay. Wird nicht mit Energie versorgt. Ein nahegelegener Schaltkreis muss eine Induktion erhalten, um die Stromversorgung wiederherstellen zu können. Dazu würde sich ein starker Beschuss mit elektrischer Energie eignen. Der Schaltkreis gibt ein Wärmemuster ab, das im normalen Spektrum nicht sichtbar ist. Und das habe ich momentan nicht. Ach, hier habe ich nichts. Merkwürdig. Sicherungskasten für Sekundärsysteme des Labors. Abwehranlage. Mehr braucht man nicht wissen. Was sind das? Leerer Bootbehälter für biologische Forschungsobjekte. Vorhandene Reststrahlung lässt starke Bestrahlung des ehemals beinhalteten Objektes vermuten. Hallo! Kleiner Jumpscare. Schattenpirat. Für Tarneinsätze ausgebildete und ausgerüstete Pirateneinheiten. Diese ausgewählte Gruppe der Weltraumpiraten hat Zugriff auf eine hochentwickelte Tarntechnik. Allerdings ist der Energieverbrauch dieser Ausrüstung verhältnismäßig hoch, sodass sie sich alleinig auf Nahkampfwaffen verlassen müssen. Beim Bekämpfen dieser Einheiten empfiehlt sich daher die Verwendung von speziellen Sichtgeräten. Schön, dass ich die habe. Ah, toll. Weil ich 25% freigeschaltet habe, habe ich jetzt nochmal Extras bekommen. Cool. Ja, hallo? Ah! Okay, ist er jetzt einfach tot oder? Okay, der ist tot. Man kann die scheinbar schocken, die Gegner. Nett. Und dem habe ich wohl gerade seine Schaltkreise gegrillt. Warum die nicht gleich drauf geschossen hat. Hochaggressive, intelligente Spezies, geübt im Umgang mit der Waffe und im Nahkampf. Weltraumpiraten verwenden im Kampf elektronische beschleunigte Kanonen und am Unterarm angebrachte Säbelklingen. Diese Spezies strebt danach, die dominierende Kraft in der Galaxie zu werden.
und ihre Technologie könnte ihnen helfen, dieses Ziel zu erreichen. Dabei interessiert es die skrupellosen und unnachgiebigen Piraten nicht, welche Konsequenzen mit der Verwirklichung verbunden sind. Sie verhalten sich rein ergebnisorientiert und verfolgen ihre Vorsätze mit äußerster Brutalität und Zielstrebigkeit. Oh! Scheiß Kratzen! Lass mich mal hier weg, ja? Oh, ein bisschen Platz hier. Und da habe ich wieder den Mist vom linken Auge wieder. Oh Gott. Heute will das linke Auge mich aber auch mobben. Was denn das? Biometrischer Scan beschränkt den Zutritt auf Weltraumpiraten. Gewaltsames Eindringen unmöglich. Ah, okay. Wobei, will ich 100%? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich guck einfach. Ist die Tür jetzt unter mir oder über mir? Unter mir, okay. Kartenraum. Nett. Testobjekt des Projekts Titan ist im Quarantänebereich festgesetzt worden. Eine Umquartierung wird aufgrund erhöhter Gewaltausübung dringend empfohlen. Personenerz scheint durch darin enthaltene Energie in der Lage zu sein, Verbindungen zu bilden. Ortung radioaktiver Hochkonzentration, welche bei Bindung der Steinelemente auftreten erfordert. Wärmebildtechnik. Entwicklung dieser Technik findet derzeit im Forschungszentrum statt. Personenerz zeigt sich außerordentlich beständig und widerstandsfähig gegenüber Beschuss. Obwohl die Qualität dieser Panzerung grundsätzlich einen hervorragenden Schutz bietet, lassen sich mit Hilfe von Wärmebildtechnik Schwachstellen ausfindig machen. Die Panzerung muss dringend optimiert werden, bevor Feinde von diesen Schwachstellen Kenntnis erhalten. Östlich gelegener Quarantänebereich unterliegt Sicherheitsstufe Blau. Autorisiertem Personal wird Zutritt nur nach biometrischem Scan gestattet. Das Ding habe ich schon mal gescannt, ne? Ja. Okay, bei diesen komischen Dingern kriegst du so ein bisschen Informationen, damit du so ein klein wenig mehr Ahnung hast, was hier eigentlich ist. Damit du nicht einfach nur durch die Gegend rennst wie Rambo. Sondern du quasi Rambo mit Hirn bist. Mehr oder weniger. Rauszoomen. Das ist definitiv die Boss-Arena. Und das müsste, glaube ich, die Forschungsanlage dann sein, wa? Okay. Ich kann mich irren, aber ich glaube, im Original hattest du bei der Knarre da, glaube ich, einfach nur... Kannst du mal die Hand da wegmachen? Hattest du, glaube ich, einfach nur Pink. Pink, Violett. Und das war vielleicht am Leuchten. Das war vielleicht am Leuchten, ich bin mir nicht sicher, aber...
Du hattest jetzt nicht diesen Effekt gehabt, wie es hier bei dem Remaster der Fall ist. Oder da siehst, dass er quasi irgendeine Art von Energie mal dunkel und mal heller ist. Ja, mal ist es weiß, mal ist es fast schon schwarz an manchen Stellen. Dieses Kraftfeld verhindert den Zutritt. Es müsste sich durch etwas in der Nähe deaktivieren lassen. Achso, ja hier. Was war da nochmal? Forschungslabor Hydra. Wo ist denn hier noch einer? Na, da ist er ja. Ach, hier sind ja wesentlich mehr Leute. Ah, das geht schneller. Mutation 77655 oder V? 5 wahrscheinlich, ne? Zeigt enorme Kapazitäten zur Aufnahme von Energie. DNS-Kopie in Vorbereitung. Personenkennziffer sowieso führt zu Mutation am Kiefer. Kombination mit Kennziffer bla 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 empfohlen. Verhaltensmuster des Xenoms weisen verminderte Reflexe bei Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts auf. Deswegen soll man ja Metroids einfrieren. Sämtliche Behälter müssen bis zum Eintreffen der Objektreihe Y vorbereitet sein. Was ist das denn für ein Datum? Das soll, glaube ich, ein Zeitpunkt sein, oder? Ne? Oder das Uhrzeit, Datum? Keine Ahnung sein. Irgendwas. 12. Tag, 312. Monat. Überführung von Objekt 344 zum Labor Hydra abgeschlossen, Infusion vorläufig abgesetzt. Hm. Ist da nicht noch unten? Ist da unten nicht noch irgendwas? Ja klar, hier. Funktionstüchtiger Brutbehälter, derzeit unbenutzt. Nach psychotischen Anfall neutralisiert, baldige Entsorgung vorgesehen. Gott, hier ist so viel Zeug zum Lesen. Zunahme der Agilität, Verhaltensmuster auch mit Kältebehandlung nicht zu unterdrücken. Brutbehälter bei 40% Auslastung. Temperaturabweichung wurden gemäß blablabla bla bla korrigiert. Ist das jetzt kein... ist das jetzt eine Richtlinie gewesen oder was? Ich dachte, das wäre ein Datum. Befall durch Firnkäfer innerhalb der unterirdischen Abschnitte ist zu 95% beseitigt. Jegliche Sichtung ist unmittelbar der Sicherheit zu melden. Firnkäfer? Ich tu mal quasi, außer das rote vielleicht. Verschlüsselte Daten der Weltraumpiraten dekodiert. Eintrag 10.515.8. Unsere ersten Tests, in denen wir einheimische Parasiten von Talon 5 dem Fason ausgesetzt haben, scheinen erfolgreich. Die Zunahme an Körperstärke, Größe und Aggressivität ist in allen Testobjekten gemein. Zudem erfolgten bei manchen Exemplaren unerwartete Entwicklungen, wie die Entstehung von zusätzlichen Giftsäcken im Hinterleib und die Bildung einer zweiten Kiefereinheit.
Aufgrund ihrer Belastbarkeit fiel die Auswahl für die Tests auf diese Kreaturen. Es erscheint möglich, dass sie bei ausreichender Behandlung mit Fason eines Tages auf jedem Planeten überlebensfähig sind, auf dem wir sie aussetzen. Unsere Methoden müssen noch verfeinert werden. Momentan haben wir eine 100%ige Ausfallrate nach der 5. Infusionsperiode und die meisten Überlebenden der 3. Infusionsstufe zeigen sich so gewalttätig und unkontrollierbar, dass sie entsorgt werden müssen. Dennoch bleiben wir zuversichtlich, dass weitere Experimente zu einem Erfolg führen werden. Okay, den ganzen Kram tue ich mal eben nur kurz angucken. Ah, da habe ich schon gesehen. Den roten Kram lese ich dann. Na, verdammt. Ach, bei dir kann ich das nicht angucken, aus irgendeinem Grund? Na, okay. Eintrag: Sowieso die meisten Umbaumaßnahmen sowie die Nachrüstung des Sicherheitsnetzes auf Talon 4 sind abgeschlossen. Dennoch gelingt es hiesigen Kreaturen mit alarmierender Häufigkeit, unentdeckt in die Anlagen einzudringen. Die Vorfälle werden weiterhin untersucht, die Zugangsprotokolle weisen keinerlei unbefugten Zutritt auf. Also müssen wir annehmen, dass diese Kreaturen entweder bei täglichen Personalgängen unentdeckt hindurchschlüpfen oder aber einen Weg durch unterirdische Tunnel finden. Wir haben etliche solcher Durchbrüche gefunden und verschließen sie nach Möglichkeit. Dennoch erscheint es unwahrscheinlich, dass wir sie innerhalb unseres momentanen Zeitplans vollständig beseitigen können. Okay. Dann holt mal einen Kammerjäger. Wie wär's mit dem Typen, der die Flöte da hat? Der holt die bestimmt alle hier ohne Probleme raus. Die Abbauarbeiten nahe des Kraters haben begonnen. Dort ist die Fason-Konzentration am höchsten. Die tägliche Fason-Fördermenge ist um 44% gestiegen und die Effizienz unserer Anlage lässt sich mit zusätzlicher Ausrüstung und weiterem Personal noch deutlich ausbauen. Es liegen einige Berichte bezüglich durch Fason verursachten Wahnsinns vor, die einen Ausbau der lebenserhaltenden Systeme in den unteren Förderkammern erforderlich machen. Die Symptome reichen vom Verlust des Gleichgewichtssinns über Atemstörungen und Muskelkrämpfe bis bei besonders starken Fällen hin zu vereinzelten Halluzinationen. Eine gründliche Prüfung des Zeitplans für die Fason-Gewinnung wird empfohlen, da sich diese Substanz als weit instabiler erweist, als die Analysen zunächst vermuten ließen. Wir werden die neu entdeckte Energiequelle fortan als Fason bezeichnen. Es handelt sich um ein V-indiziertes. Ist das jetzt wirklich ein V? Ja, ist wirklich ein V. Okay, ist wirklich ein V. Ein V-indiziertes Mutagen, von dem wir sehr wenige aussagekräftige Daten haben. Ein Anhaltspunkt ist momentan ein Meteorit unbekannter Herkunft, der Fason an seine Umgebung abzugeben scheint. Diese Substanz besitzt gewisse Eigenschaften, welche zelluläre Veränderungen in organischen Lebensformen auslösen und sie auf diesem Wege widerstandsfähiger gegenüber ihrer ursprünglichen toxischen Wirkung machen. Die entsprechenden Mutationen erscheinen uns mit ihren plötzlichen Entwicklungssprüngen, die bereits von einer Generation zur nächsten auftreten, äußerst vielversprechend. Die Errichtung einer kompletten Forschungseinrichtung auf Talon 4 ist bereits in Planung. Ne, warte mal, ist das Talon 4? Ja, doch. Wenn der Talon 6 wäre, dann müsste der Strich rechts von der 5 sein, genau. Nicht vor der 5. Vor dem V. Hinter dem V? Ich glaube, ich verwirre mich gerade selber. Oh. Quickscan. Ne? Was steht da? Warnung: Beim Umgang mit ruhig gestellten Xenomen immer auf ordnungsgemäße Eisummantelung achten.
So. Hm? Kann ich hier was machen mit? Ah ja, scheinbar schon, weil das ist Kordit und ich kann da eventuell irgendwas mitmachen mit. Oh, hier ist noch mehr Brot. Sag mal so, das Spiel, das hat, wenn man will, sehr viel zum Lesen. Das Spiel hat sehr viel zum Lesen. Ist also nicht unbedingt einfach nur ein Game, wo du quasi reingehst, alles umballerst und fertig ist. Wenn man es will. Man kann aber auch genauso gut einfach reingehen, alles umballern und fertig ist. Die Kapazitäten des Außenpostens Gletscher 1 in den Bergen der Eiswüste von Fendrana sind zu 85% ausgelastet. Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes lassen die Metroids träge und kontrollierbar werden. Selbst jene, die komplett in die Phason-Infusionszyklen eingebunden sind. Tieftemperaturbehälter sind ausreichend für die Heranwachsenden, um sie in Tiefschlaf zu halten. Einige der größeren Metroids müssen jedoch aus Sicherheitsgründen in Quarantänehöhlen untergebracht werden. Es gibt oft Probleme mit den Sicherheitstüren und durch das Eis bedingte Fehlfunktionen treten täglich auf. Auch die größeren Räuber in den Ödlandgebieten machen uns zu schaffen, da sie fortlaufend Personal töten und in Sicherheitsbereiche eindringen. Unglücklicherweise ist klar geworden, dass unsere Sondereinsatztruppen sie ohne einen massiven Mehraufwand an Waffen und Personal nicht neutralisieren können. Oh. Ich sehe gerade nur noch Linien. Ah! Ach, das ist noch einer. Das war, glaube ich, eine größere Kanone. Oh, die ist jetzt aber weg. Hör ich hier ein Piepen? Oh, hi! Oh mein Gott, no! Untere Bildformer des astronomischen Holographiesystems momentan nicht einsatzbereit. Okay. So viel Text. Der Abbau von Phason befindet sich in Vorbereitung. Mehrere Garnisonen stehen bereit und die Umbaumaßnahmen im Bereich der Shoso-Ruinen sind im vollen Gange. Die Sicherheitssysteme sind einsatzbereit und das wissenschaftliche Team kommt im Bereich der biotechnischen Forschung hervorragend voran. Die Eiswüste von Fendrana hat sich als optimaler Standort für unsere Forschung erwiesen und wird schon bald durch eine voll einsatzfähige Kampfbasis sowie einen Raumhafen ergänzt. Wenn sich die Einschätzungen des Kommandos nur zur Hälfte bewahrheiten, werden wir innerhalb eines Deka-Zyklus die Dominanz in diesem Sektor innehaben. Dies sind wahrhaftig großartige Zeiten. Ja, es ist schön. Freut mich für dich.
Scans des Spiralsektors weisen einen hohen Energiepegel auf, der von einem als Einzelgänger klassifizierten Planeten namens Talon 4 ausgeht. Es wurde umgehend ein Aufklärungstrupp zum Ursprung dieses Energiepegels entsandt, einem Landstrich mit den Koordinaten 400802. Er kehrte mit Proben des Planeten und einem Klimamodell zurück. Die Auswertung ergab, dass es sich bei der Energiequelle um ein instabiles radioaktives Material von enormem Potenzial handelt. Derzeit können wir damit verbundene Risiken noch nicht exakt einschätzen, doch unabhängig davon scheint es unwahrscheinlich, nochmals auf eine derart potente Energiequelle zu stoßen. Die Auswertung wird weiter fortgesetzt, doch bereits beim derzeitigen Stand der Dinge bietet sich Talon 4 zur Errichtung eines zweiten Hauptquartiers an. Ja, nur nicht in dem Moment, als ich aufgetaucht bin. Dann ist quasi Armageddon angesagt gewesen. Ja, ziemlich blöder Zeitpunkt gewesen, um dann eine Base aufzubauen. Achso. Vergessen, ich muss ja eine Bombe nutzen. Ob sowas in der Art irgendwann mal im Real Life möglich ist? Also jetzt nicht quasi mal eben so ein Hologramm-Ding mit Metroid aufladen, nicht Metroid, mit Samus aufladen oder funktionstüchtig machen, sondern halt Hologramme. In so einem Stil zum Beispiel. Planet Ormine 2, Masse, Profil, ein unbewohnbares Ödland, das von radioaktiven Staubstürmen und ständigen tektonischen Verschiebungen heimgesucht wird. Ich will noch nicht einen von den Roten nehmen. Der sieht irgendwie nett aus, der Planet. Planet Billium. Profil unter Quarantäne. Atmosphäre ist stark mit Mineralis angereichert. Dieser zähe, anpassungsfähige Virus verfolgt das Ziel, die gesamte Biosphäre des Planeten zu kontaminieren. Was ist das für ein eigenartiger Virus? Hä? Tabula-Zwilling. Planet ist für das nach ihm benannten Zwillingsfieber bekannt. Diese Krankheit wird von einem Virenstamm ausgelöst, der auf dem Tabula-Zwilling heimisch ist. Im frühen Stadium der Infektion erleidet das Opfer doppelte Wahrnehmungen, bedingt durch Augenmuskellähmungen. Wenn diese Symptome abklingen, liegt der Organismus bereits im Sterben. Ha. Ich glaube, das ist Talon 4, wa? Ja, Talon 4. Studien des Ökosystems zeigen deutlich, dass sich Talon 4 vor dem Einschlag eines Meteoriten im biologischen Idealzustand befand.
Seit dem Aufprall befindet sich die Biosphäre ausgelöst durch phasonhaltige Strahlung im Niedergang. Bei der momentanen Zerfallsgeschwindigkeit wird Talon 4 voraussichtlich binnen 25 Jahren zu einem kargen Ödland der Klasse 13 werden. Cebes? Ist das nicht der Planet, den man in Super Metroid hat? Der zerstört allerdings worden ist? Planetenkruste besteht überwiegend aus urtischem Erz. Dadurch bietet der Planet ideale Bedingungen zur Errichtung unterirdischer Anlagen. Als Planet der Klasse 19 ist Cebes für die meisten Überlebensformen als unwirtlich einzustufen. Dieser Planet blieb weitestgehend unbemerkt, bis er zur Basis der Weltraumpiraten wurde und Samus auftauchte, die mal eben wie der Doomslayer alles und jeden dort platt gemacht hat. Über mir, ne?